Ja, Herr Rutter, Sie sind ein berühmter Mann geworden. Jeder, der ein Hundeproblem hat, kommt an Ihnen nicht vorbei, ob im Internet oder über Ihre Bücher, Ihre Fernsehsendung. Fast alle Hundehalter kennen Sie. Und Sie haben wirklich als 13-Jähriger Angst gehabt. Ist der Beruf, den Sie jetzt gewählt haben, Ihre Selbsttherapie? Im Nachhinein betrachtet ja, aber ich bin eigentlich nur zu dem Beruf gekommen, weil ich dann als 15-, 16-Jähriger in ein Mädchen verliebt war, das Hunde hatte. Und so musste ich dann gegen diese Angst ein bisschen ankämpfen. Sie nehmen sich ja der Problemfälle an. Und wir wollen jetzt nicht nur über die Hundehalter sprechen, sondern auch über die, die keinen Hund haben und vielleicht eine völlig falsche Vorstellung von Hunden. Da gibt es ja die Sprichwörter, Hunde, die bellen, beißen nicht. Stimmt das? Ja, während sie bellen, können sie nicht beißen. Das stimmt. Aber natürlich ist klar, dass auch Bellen ein Warnen sein kann. Aber Kommunikation von Hunden ist irre komplex. Also Bellen kann auch ein Ausdruck von Freude sein. Ich muss also immer den Rest des Körpers betrachten. Und kann ich mich auf Herrchen oder Frauchen verlassen, wenn sie sagt, kommen Sie ruhig, der tut nichts, der ist ganz lieb? Ja, als Hundetrainer hört man eigentlich drei Sätze. Hundehalter hören immer nur zwei. Die hören einen Menschen aus der Entfernung schreien, der tut nichts. Und übersetzt heißt das eigentlich, der hört nicht auf mich. Und dann kommt, wenn man dann angesprungen wird von diesem Hund, der will nur spielen. Ja. Und das ist tatsächlich häufig der Fall. Und als Hundetrainer hat man natürlich oft mit Fällen zu tun, die dann beißen. Und wenn du dann als Hundetrainer wirklich mal in die Wade gekniffen wirst, dann sagt der Hundehalter noch, oh, das hat er ja noch nie gemacht. Und wir schmunzeln jetzt darüber, aber natürlich ist es ein ernstes Thema. Aber trotzdem mal zum Thema Probleme. Es ist so, dass das Bild der Hunde, finde ich, in der Gesellschaft zu negativ dargestellt wird. Natürlich lesen wir dann in der Zeitung mit den vier Buchstaben immer, wenn irgendwie was Schlimmes und Dramatisches passiert. Und das will ich auch überhaupt nicht verharmlosen. Ich habe selber vier Kinder und bin da hochsensibel bei dem Thema Gefahren. Aber in der meisten Zeit machen die Hunde Spaß. Und in der meisten Zeit sind Hunde ein Kulturphänomen. Die gehören zu unserer Gesellschaft und sind ein Teil wirklich auch unserer Gesellschaft und der Kultur, die wir pflegen. Und deshalb sollte man da schon auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, aber so ein Kampfhund, ich meine, wenn der einem entgegenkommt, da kriegt man doch schon ein schlechtes Gefühl. Ja, das ist auch ein Unterschied, ob ein 35 oder 55 Kilo schwerer Hund sich aufregt, ist schon was anderes, als wenn es ein kleiner Chihuahua tut. Darüber müssen wir uns einig sein. Aber eben drum finde ich so wichtig, dass die Hundehalter geschult werden, weil ich habe wirklich mit auch wirklich schlimmen Problemen zu tun. Und ich habe etwa 5.500 Hunde selber im Training gehabt. Und mir fallen jetzt keine drei ein, die schon genetisch defekt waren. Wo man gesagt hat, ja, der ist zur Welt gekommen und war schon irgendwie neben der Schraube. Sondern es ist eigentlich immer eine Verkettung von Kommunikationsmissverständnissen zwischen Hundehalter und Hund. Also hin zu Ihrer Forderung, Hundeführerschein für Hundehalter. Ja, das klingt im ersten Schritt absurd. Das kann ich wohl nachvollziehen, weil wir haben immer mit Hunden gelebt. Es gibt keinen Winkel der Welt, keine Kultur, keine Gesellschaft, die nicht auch mit Hunden halbwegs symbiotisch lebt. Aber in Deutschland muss man, wenn man angeln gehen will, einen Angelführerschein machen, einen Angelschein machen. Und das ist ja auch schön, dass die Fische dann da artgerecht gefischt werden. Da freue ich mich für die Fische. Aber der Angler als solcher ist ja keine Gefahr für die Gesellschaft. Aber der Hundehalter kann das durch Missverständnisse werden. Und ich meine damit auch nicht, dass der jetzt ein Jahr lang in ein Trainingscamp muss und meine Kritiker ob dieser Forderung sagen immer, ja, soll jetzt die 90-jährige ältere Dame mit dem kleinen Pudel wirklich noch einen Hundeführerschein machen? Und dann sage ich, ja, denn dieser Hundeführerschein muss ja nicht so komplex sein, dass die Menschen jetzt hoch spezialisiert werden. Also ich glaube, dass das wirklich mit zwei Wochenenden über die Bühne ist, um die gröbsten Fehler einfach nicht zu machen. Und aber wie wollen Sie das technisch durchsetzen? Ich meine, die können ja nicht alle zu Ihnen kommen. Nee, die müssen auch gar nicht alle zu mir kommen. Da ist der Staat gefragt. Ich habe ja jetzt an vielen Stellen Konzepte eingereicht. Und wir hätten ja die Möglichkeit, das deutschlandweit, so europaweit zu leisten. Ich meine, wenn ein 15-jähriger Mensch einen Mofa-Führerschein machen will, muss er doch auch losrennen. Und es gibt ja absolut die Möglichkeit zu sagen, man nimmt ab heute alle Menschen, die wieder einen Hund sich anschaffen und schult die etwas. Es geht ja nicht darum, die Menschen zu gängeln. Ich möchte ja gar nicht den Hundehalter gängeln und sagen, ja, ich finde dich jetzt irgendwie inkompetent und du musst jetzt bei Bienchen und Blümchen anfangen. Aber es fängt bei ganz... Fangen Sie mit mir an. Ich bin Hundehalter, ich habe zwei. Also, was mache ich falsch? Was soll ich auf keinen Fall tun? Sie haben meine Hunde kennengelernt und stellen fest, dass meine Hunde mit mir machen, was sie wollen. Ja, das habe ich festgestellt. Und das finde ich gar nicht so sensationell. Sensationell finde ich, dass Hunde spontan gekauft werden. Es ist immer noch so, dass Menschen zu 10 Autohändlern fahren, vergleichen, wie viel PS, Farbe, Form und Größe, aber letztlich ist es ein Gegenstand.
Aber Hunde kauft man spontan. Da läuft man im Urlaub an so einer Kiste vorbei und sagt, auch der kleine Welpe, den rette ich jetzt. So war das. So. Löblich der Gedanke, aber ob das jetzt wirklich passt, ist der nächste Schritt. Menschen kaufen sich Rassehundebücher, sagen, ach hier der Braune, den finde ich schön. Dann watscheln die zum Züchter und nehmen sich fest vor, wir wollen nur mal gucken. Ja ey, da sind zwei über, da macht man Schleifchen rum und nimmt die mit. Und das funktioniert so nicht, weil Hunde sind sehr komplex, sind sehr anspruchsvoll und deshalb ist es wichtig, dass auch geschult wird, welcher Mensch passt zu welchem Hund. Ich komme ganz oft zu Menschen, die haben einen hochspezialisierten Hund, aber der darf diese Spezialisierung nie ausleben. Also warum muss denn jemand, der eigentlich nur eine Runde um den Block mit dem Hund spazieren gehen will, dann kann der einen Mops nehmen. Das sind Hunde, die sind froh, wenn sie nicht rumlatschen müssen. Ja? Die sind sehr auf Menschen sozialisiert. Aber dann nehme ich keinen Border Collie, ein hochpassioniertes Arbeitstier, das selber zu groben Verhaltensproblemen neigen wird, selber auch Leid erfährt, wenn es nicht genügend bearbeitet wird. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten, auch wenn man sich gar nicht traut, das Anfang Oktober zu sagen. Aber da werden wieder furchtbar viele Hunde verschenkt von Menschen, die den falschen Hund kriegen oder den falschen Hund verschenken. Wollen Sie uns so ein paar Regeln geben, worauf man achten soll? Ja, also absoluter Wahnsinn. Also nach wie vor ist es wirklich so, wir haben ja auch einen engen Draht zum Deutschen Tierschutzbund und die schlagen wirklich die Hände über den Kopf zusammen, weil das einfach nicht besser wird. Menschen gehen wirklich noch hin und verschenken lebende Tiere. Und das fängt ja beim Hamster an, wo ich schon eine Katastrophe finde, den zu Weihnachten zu verschenken. Aber der Hund ist ein sehr komplexes, soziales Lebewesen. Und es geht nicht, dass man den spontan unter den Weihnachtsbaum legt. Weil der ist genau zu den Sommerferien wieder am Rastplatz ausgesetzt. Das darf man nicht vergessen. Es werden ja auch sehr viele Hunde einfach wieder ausgesetzt. Und ich denke, dass man sich informieren sollte. Also wir bieten eine Beratung vor dem Kauf des Hundes kostenlos an. Ich habe in Deutschland 30 Schulen und man kann da gratis hingehen und sagen, berate mich, welcher Hund passt zu mir. Und dann hat man schon einen ganz großen Schritt gemacht. Vor allen Dingen auch darüber nachdenken, hat man eine große Wohnung, hat man Platz, hat man Auslauf. Dann habe ich bei Ihnen gelesen, das hat mich ein bisschen berührt. Sie möchten nicht, dass Kinder alleine mit dem Hund Gassi gehen. Ja. Jetzt viele Menschen sagen aber auch, Mensch, ich habe so tolle Kinder, die gehen immer mit unserem Hund raus. Und das wollen sie nicht. Nee, das Problem ist, dass der Hund da mit den Kindern rausgeht. Also wir müssen das jetzt ein bisschen eingrenzen. Natürlich kann ein 12-, 13-, 14-Jähriger durchaus einen Hund händeln. Versicherungstechnisch darf es übrigens noch nicht einmal. Darf man, also man kommt da sogar auch in eine juristische Grauzone. Mhm. Aber es geht nicht, dass ein 7-, 8-jähriges Kind, und wenn es so ein kleiner Hund ist, auch dann nicht, den alleine durch die Gegend führt. Das funktioniert nicht. Also Hunde nehmen Kinder nicht ernst. Die sehen die als Spielgefährten an und infolgedessen sind die dann auch relativ losgelöst von allem. Das ist gefährlich. Sie haben mir so kuriose Geschichten erzählt im Verhältnis Mensch zum Hund, aber auch im Verhältnis Hund zu Hund. Ja. Und danach zu beurteilen, ist der Mops ein armes Schwein. Ja, also dass Menschen Kommunikationsprobleme mit ihrem Hund haben, leuchtet ja ein. Wir sind keine Hunde, wir müssen die also genau beobachten, um die trainieren zu können, mit denen harmonisch zusammenleben zu können. Aber sogar Hunde haben ganz gravierende Kommunikationsmissverständnisse untereinander. Und der Mops ist leider eine Rasse. Ich mag diese Hunde sehr und ich finde die wirklich klasse. Aber jetzt haben die motorisch und optisch so viele Probleme, dass andere Hunde die manchmal nicht einschätzen können. Also es fängt damit an, dass der Mops im Passgang geht. Heißt, auf der Längsachse bewegen sich die Gliedmaßen gleich. Der geht also wie ein Kamel, nicht wie ein Hund. Und dieser steife Gang ist aber dem Imponiertrab sehr ähnlich. Heißt, wenn ein Schäferhund einen Mops sieht, denkt er von Weitem, oh, der droht mir, der imponiert mir. Und dann sind die 200 Meter entfernt und der Schäferhund sagt schon, oh, ich back mal kleine Brötchen, damit der mich nicht anfällt. Nimmt vielleicht den Schwanz runter, die Ohren zurück und dokumentiert damit auch, hör mal, ich will keinen Stress. Jetzt kommt der Mops näher, die sind auch 100 Meter entfernt. Da guckt der Schäferhund hin und sagt, ja, was glotzt der mich so an? Also, warum starrt der so? Weil das Anstarren, das Fixieren ist aus Hundesicht drohen. Ja, der Mops droht nicht, der latscht einfach nur fröhlich durch die Gegend. Der Schäferhund kann es interpretieren als Bedrohung. Jetzt kommen die sich noch näher, sind 50 Meter entfernt. Dann denkt der Schäferhund sofort, ja, warum zieht er denn die Nase so kraus? Was eine Drohgeste ist. Der Mops zieht nicht die Nase kraus, der hat keine Nase und zu viele Fleischlappen da hängen. Und das sieht aus wie drohen. Jetzt sind die 10 Meter voneinander entfernt. Der Schäferhund hat alles getan, damit es keinen Ärger gibt. Und aus Hundesicht hat der Mops aber weiter gedroht. Nur der arme kleine Mops droht gar nicht, der läuft einfach nur rum. Und jetzt sind die 5 Meter voneinander entfernt und plötzlich hört der Schäferhund, boah, der knurrt mich an. Aber die Möpse knurren nicht, wenn die ein- und ausatmen. Haben die so eine Röchelatmung, weil die halt an vielen Stellen nicht ordentlich gezüchtet sind. Und dann kann der Schäferhund das als eine Attacke bewerten. Und wenn jetzt der Schäferhund auf den Mops losgehen würde,
dann wäre das aus Schäferhunds Sicht eine defensive Aggression. Der hat Angst gehabt. Und das ist doch Irrsinn. Also wir verformen quasi die Hunde so extrem, dass die miteinander Kommunikationsschwierigkeiten kriegen. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Meine allerletzte Frage, sind auch ältere Hunde, die man zum Beispiel aus dem Tierheim holt, sind die noch erziehbar? Ja, möchte eine große Lanze verbrechen. Das Tierheim ist wirklich voll von tollen Hunden, weil wir in so einer Wegwerfgesellschaft leben, trennen die Leute sich sehr, sehr schnell von ihren Hunden. Und ob sie einen Welpen kaufen oder einen Erwachsenenhund mit 6, 7 Jahren, der Trainingsweg und der Trainingserfolg wird der gleiche sein. Vielen herzlichen Dank, Martin Rütter. Gerne.